In unserem letzten Video haben wir erklärt, was grüner Wasserstoff ist und warum er für eine Zukunft ohne fossile Energieträger notwendig ist. Um grünen Wasserstoff zu produzieren, braucht man viel erneuerbare Energie. In mehreren Ländern des Südens gibt es starke Winde und viel Sonne, die es ermöglichen, grünen Wasserstoff zu geringen Kosten zu produzieren. Viele dieser Länder erwägen nun, Derivate von grünem Wasserstoff herzustellen, um Exporteinnahmen zu erzielen. Einige AnalystInnen sagen die Entstehung eines neuen internationalen Handels mit Produkten voraus, die aus grünem Wasserstoff gewonnen werden. Wie könnte dieser Handel fair und nachhaltig werden? In 7 Ländern des Südens, die derzeit große Pläne für grünen Wasserstoff verfolgen, haben wir das Thema mit der Zivilgesellschaft, Gewerkschaften, lokalen Gemeinschaften und anderen Interessengruppen diskutiert. Hier sind einige der wichtigsten Erkenntnisse, die wir dabei gewonnen haben. Erstens, einen strategischen Ansatz verfolgen. Die Entwicklung von grünem Wasserstoff muss in die Entwicklungs- und Energiewendestrategie eines Landes eingebettet werden, wobei die Zivilgesellschaft maßgeblich zu beteiligen ist. Erzeugerländer könnten die internationale Nachfrage nach grünem Wasserstoff nutzen, um das Wachstum der erneuerbaren Energien für ihren eigenen nationalen Bedarf anzukurbeln. Es bedarf einer intelligenten Industriestrategie, um einen höheren Mehrwert zu erzielen und den Erzeugerländern wirtschaftliche und energiepolitische Vorteile zu sichern. Entscheidend ist, dass die Produktion von grünem Wasserstoff den Ausstieg aus der Nutzung fossiler Brennstoffe in den Erzeugerländern nicht verlangsamt. Zweitens, Respekt gegenüber den Rechten lokaler Gemeinschaften. Das Recht auf vorherige, freie und informierte Zustimmung muss respektiert werden. Und es muss juristische Begleitung sichergestellt werden. Es sind politische Maßnahmen, klare Kriterien und Standards erforderlich, um die Rechte der Gemeinschaften auf Land und Wasser zu gewährleisten. In trockenen Küstengebieten sollte entsalztes Meerwasser zur Herstellung von Wasserstoff verwendet werden, wodurch Süßwasser auch für den täglichen Bedarf der Menschen bereitgestellt werden kann. Drittens, Minimierung der Auswirkungen auf die Umwelt. Wenn Entsalzungsanlagen eingesetzt werden, muss die Sohle auf verantwortungsvolle Weise entsorgt werden. Bei allen Anlagen sind eine gute Raumplanung und unabhängige partizipative Folgenabschätzungen von entscheidender Bedeutung, um Konflikte bei der Landnutzung und negative Auswirkungen auf die Ökosysteme zu vermeiden. Da Wasserstoff auch ein Treibhausgas ist, ist es entscheidend, das Entweichen von Wasserstoff zu verhindern. Obwohl grüner Wasserstoff einen weitaus besseren ökologischen Fußabdruck hat als fossile Brennstoffe, muss seine Nutzung sehr gezielt erfolgen, um den Ressourcen- und Wasserverbrauch zu minimieren. Nichts davon wird sich von selbst ergeben. Wir brauchen verlässliche Partnerschaften zwischen Ländern des Südens und des Nordens, die auf Zusammenarbeit und hohen Standards beruhen, um den Handel mit grünen Wasserstoffderivaten fair und nachhaltig zu gestalten. Die Zivilgesellschaft muss die Entwicklung dieses Sektors überwachen und mitgestalten, um Vorteile für alle zu gewährleisten. Weitere Informationen in unserem Positionspapier. Hier klicken.